Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Queerlex. Falls es vielleicht schon mitbekommen hat, es geht gerade einfach viral durch die Medien und zwar das Thema Act Out. Weil es jetzt gerade auch brandaktuell in den Medien ist, möchte ich dieses Thema unbedingt aufgreifen in diesem Video. Ihr seht in diesem Video also, was Act Out ist, welcher Sinn und Zweck dahinter steckt und vor allem, ob wir diese Bewegung heutzutage noch brauchen. Viele. Wir sind Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich unter anderem als bi, schwul, lesbisch, transgender, queer, inter- und non-binär identifizieren. So lautet die Einleitung des Manifests von Act Out. Am 5.2. kam es nämlich dazu, dass die Süddeutsche Zeitung ein Manifest veröffentlicht hat, das nämlich Act Out heißt, wo insgesamt 185 Schauspielerinnen und Schauspieler unterschrieben haben. Dabei hat gleichzeitig auch die Süddeutsche Zeitung insgesamt 14 Interviews veröffentlicht, wo es um das Coming Out der Schauspielerinnen und Schauspieler geht. Die Schauspieler wollen hierbei einen Denkanstoß vor allem bei Produzenten, bei Casts, bei Regisseuren, Kollegen und bewirken. Für die meisten Beteiligten war es nämlich so, dass Act Out quasi ihre Form des Coming Outs war. Sie wollen quasi nicht mehr hinter den Kulissen bleiben, sondern ihre Identität nach außen präsentieren. Falls du noch Fragen hast zum Coming Out, verlinke ich dir oben ein Video von mir, wo du direkt zum Coming Out kommst und wo du sämtliche Fragen beantwortet bekommst. Mit der Veröffentlichung von Act Out und den 14 Interviews der Süddeutschen Zeitung ging das durchs Internet wie geschossen. Sämtliche Medien haben davon berichtet. Und es gab Gott sei Dank viel Verständnis dafür, wenig Kritik und eigentlich nur positives Feedback. Der Grund, warum es eigentlich zu Act Out gekommen ist, war, dass viele Schauspielerinnen und Schauspieler ihnen immer gesagt worden ist, um Himmels Willen, sag nicht, dass du entweder gay oder queer oder sonst etwas bist, denn das könnte deiner Karriere schaden. So war es dann nämlich auch, dass die Angst recht groß war, keine Rollen mehr zu bekommen. In dem Manifest von Act Out ist zudem noch geschrieben, wir sind Schauspielerinnen und Schauspieler, wir müssen nicht sein, was wir spielen. Wir spielen, als wären wir es. Das ist nämlich unser Beruf. Klingt ja erst einmal komplett logisch, aber dennoch spukt das irgendwie in den Köpfen herum von vielen Leuten und die Filmindustrie ist da einfach noch nicht so weit. Das Vorurteil, dass queere Schauspieler und Schauspielerinnen meistens nur queere Rollen spielen könnten. Dass sie quasi ein heterosexuelles Paar oder whatever vielleicht spielen könnten, das würde ihnen gar nicht mal in den Sinn kommen. Und wenn sie dann doch eine Rolle spielen, wo sie vielleicht dann einen heterosexuellen Mann spielen und dann auf einmal die Serie voll gehypt wird und dann dabei rauskommt, dass der Hauptdarsteller vielleicht schwul ist, wie zum Beispiel Wentworth Miller von Prison Break, dann gab es natürlich gleich ein Drama darum. Und vor allem natürlich ist es für die Publicity und für das Image natürlich ein gewisser Schaden, natürlich unter Anführungszeichen. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt Hollywood mit der deutschen Filmszene vergleichen. Denn natürlich, wenn man schon ein Image aufgebaut hat, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man sich outen möchte oder auch nicht. Schwierig ist es natürlich für Schauspieler, die jetzt erst vielleicht am Anfang stehen oder erst noch kleine Rollen bekommen haben, da ihr Image aufzubauen und sich vielleicht auch schon vorweg zu outen. Was ich aber jedoch sehr interessant finde und was mich recht zum Schmunzeln bringt, wenn heterosexuelle Leute
in Filmen queere Personen oder Transmenschen darstellen, wie zum Beispiel Scarlett Johansson. Die hat nämlich einen Transmann spielen wollen in einem Film. Die hat natürlich auch ordentlich Kritik dafür einkassiert. Aber ist natürlich dann auch voll gehypt worden für das. Und dieses Ungleichgewicht gilt es einfach auszugleichen. Es kann einfach nicht sein, dass heterosexuelle Leute für queere Rollen total gehypt werden und queere Personen aber nur für queere Rollen gedacht sind und überhaupt nicht mehr an heterosexuellen Rollen zu kommen. Ich möchte hier auch noch unbedingt darauf hinweisen, wie groß eigentlich die Filmindustrie ist und vor allem welchen Einfluss sie auf jeden Einzelnen von uns hat. Nämlich mit den Geschlechterrollen, die da dargestellt werden. Ich sage jetzt einmal, eine sehr weibliche und auch ein sehr männlicher Darsteller. Da wird ja ein gewisses Bild dadurch erzeugt und das manifestiert sich natürlich auch in unseren Köpfen. Ich finde schade, dass es nach wie vor für queere Leute schwieriger ist, an Rollen heranzukommen. Gerade wenn sie dann sagen, okay, sie wollen sich outen. Und deswegen ist gerade auch Act Out als Manifest und vor allem als Bewegung auf jeden Fall zu einem richtigen Zeitpunkt gekommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es zukünftig aussehen wird mit queeren Schauspielerinnen und Schauspielern. Das war's auch schon wieder mit diesem Video von Queerlegs. Was denkt ihr eigentlich über Act Out? Ist es sinnvoll oder vielleicht nicht? Schreibt es mir runter in die Kommentare. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche bei einem neuen Video von Queerlegs. Bis dorthin, ciao und baba!